Ein fester Bestandteil des Benefizlaufes waren auch in diesem Jahr wieder Präventionsarbeit und Aufklärung zu verschiedenen Formen von Gewalt sowie themenbezogene Beratungs- und Hilfsangebote. So konnten sich die Teilnehmer an knapp 20 Ständen von Partnerorganisationen informieren, wobei der Schwerpunkt in diesem Jahr auf digitaler Gewalt lag. Zum zweiten Lauf gegen Gewalt konnten die Organisatoren in diesem Jahr die Ministerin für Justiz als Schirmherrin begrüßen. Also ich habe mich über die Einladung sehr gefreut, weil hier ganz viele Menschen sportlich zeigen, dass sie ein Zeichen gegen Gewalt setzen wollen. Und das ist ein riesengroßes Thema für die Justiz und überhaupt für die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt. Und ich bin begeistert, welche große Resonanz das hier findet und wie viele Leute dafür sich das Thema einsetzen, Farbe zeigen, gute Laune haben und richtig hier die Generationen für das Thema kämpfen. Sie haben sich ja sehr viel Zeit genommen, die einzelnen Stände, die hier auch von Vereinen und Verbänden sind, zu besuchen. Was hat Sie denn am meisten hier berührt oder beeindruckt? Also ich möchte gar keinen sozusagen besonders loben. Alle zusammen zeigen, dass sie ein ganz starkes Netzwerk hier vor Ort sind. Und wer hier die Stände besuchen möchte oder die Vereine hier später nochmal besuchen möchte, das sind alles Profis, die für ihr Thema brennen und sich dafür einsetzen. Und Kampf gegen Gewalt und Hass ist das Thema hier für alle, die hier ihren Stand zeigen und richtig professionellen Auftritt haben. Sie wurde durch die Landtagsabgeordnete Elke Simon Kuch auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht und dazu eingeladen. Also mir war es wichtig, dass ich erstmal rüberbringe, was für einen großen Zulauf die Veranstaltung schon im letzten Jahr hatte. Und wir haben ja in der Vorbereitung auch gemerkt, dass die Resonanz noch größer sein wird. Wir sehen das ja heute auch hier. Und dann war es gar nicht mehr so schwer, nachdem ich ihr so ein bisschen vorgeschwärmt habe. Und bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass unsere Justizministerin, Frau Franziska Weidinger, heute unsere Schirmherrin ist. Und ich hoffe, dass wir sie auch gleich für nächstes Jahr begeistern können, weil wir sind jetzt hier rumgelaufen zusammen und haben die ganzen Stände besucht. Es ist wirklich beeindruckend, was hier geboten wird. Und die Läufer sind schon voller Vorfreude, also perfekt. Organisiert wird der Lauf von der Stadt Weißenfels, dem Sport- und Freizeitbetrieb der Stadt und der Bundeswehr. Generalarzt Dr. Bruno Most, stellvertretender Kommandeur des Kommandos Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung, war überwältigt von der Bereitschaft der Teilnehmer, sich für den Kampf gegen Gewalt zu engagieren. Also man muss sagen, wir hatten ja richtig Bammel. Wir wussten letztes Jahr überhaupt nicht, zieht die Veranstaltung. Und als dann so viele letztes Jahr kamen, da wussten wir schon, okay, jetzt bleibt es nicht bei einem Mal, jetzt müssen wir eine Tradition draus machen. Und dieses Jahr 1200 Teilnehmer ist der Hammer, ist das. Also das heißt, wir sind jetzt innerhalb von 2 Jahren schon zu einem deutlich überregionalen Laufevent geworden, was auch die Menschen anzieht. Und wir haben halt auch noch diesen tollen Mix Bundeswehr und Stadt als Organisatoren und da passt einfach alles. Wie kommt denn das bei den Kameraden der Bundeswehr an, wenn es heißt Lauf gegen Gewalt? Das kommt richtig gut an, weil unsere beiden Gleichstellungsbeauftragten, sowohl von der Stadt als auch von der Bundeswehr, machen ja eine tolle Informationsarbeit dahinter. Und wenn wir uns hier umgucken und diese ganzen Informationsstände sehen, dann wissen wir auch alle, es geht hier nicht nur ums Laufen. Laufen ist im Grunde der schöne Aufhänger, aber es geht darum, dass wir eine Botschaft senden wollen. Eine Botschaft gegen Gewalt, gegen Diskriminierung, gegen vor allem auch Frauengewalt. Und ich denke, das ist perfekt gelungen hier. Ist das auch wieder ein kleiner Baustein mit zu dieser Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Stadt oder auch Bevölkerung hier in Weißenfels? Absolut, absolut. Ich sag mal so, das geht schon bei der dicken Freundschaft zwischen Oberbürgermeister und mir los. Und das setzt sich in alle Institutionenfragen um. Wir arbeiten so vernetzt und es sind echte Freundschaften hier in dieser Stadt. Natürlich nahmen auch wieder viele Bedienstete der Stadt an dem Lauf teil. An ihrer Spitze der Oberbürgermeister Martin Papke. Hoher Besuch heute mit dabei, die Ministerin. Wie wichtig ist Ihnen so ein Besuch bei so einem Event? Ich habe das vorhin schon gesagt, dass die Worte manchmal zu viel sind und die Umsetzung zu wenig. Und hier wird das andere deutlich, dass wir nämlich umsetzen. Wir laufen selber mit, wir zeigen Präsenz. Und treffen uns mit den Menschen hier und sind als Zivilgesellschaft und Stadtgesellschaft zugegen. Deswegen ist es wichtig, dass auch Repräsentanten von Stadt, von Land, aus dem Burgenlandkreis hier sind, um präsent zu zeigen. Und das finde ich ein ganz wichtiges Zeichen. Und Frau Weidinger ist auch eine verlässliche Ministerin, die wir im Land haben. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Sie haben ja eine klare Stellungnahme zu den Geschehnissen beim CSD abgegeben.
ist das jetzt so der nächste Punkt zu zeigen. In Weißenfels gibt es sowas nicht. Also unabhängig vom CSD ist Gewalt ein Problem in unserer Gesellschaft. Wenn ich meine eigene Familie gucke, auch in die Historie, wenn mir meine Großeltern erzählt haben, wie früher auch mit Problemen umgegangen wurde, auch mit der Erziehung, dann fängt es da schon an, eigentlich deutlich zu werden. Es ist immer ein Teil unserer Gesellschaft und unserer Menschheitsgeschichte. Das heißt aber nicht, dass wir es akzeptieren sollten, sondern wir sollten in einer aufgeklärteren Welt und auch in einer Welt, die genau darauf achtet, dass Gewalt nicht die Lösung sein kann, erstens bei der Erziehung unserer Kinder, als auch in der Partnerschaft oder eben im ganz normalen gesellschaftlichen Zusammenleben. Wir brauchen die Sprache, die muss groß, sie muss ausdrucksvoll sein, sie muss leidenschaftlich sein, aber die Ebene der Gewalt ist ein No-Go und das wollen wir unterstreichen, dass das eben nicht hier das ist, was wir in der Stadt wollen, sondern im Gegenteil ist, als Stadtgesellschaft auftreten, um stark dagegen ein Bollwerk zu sein, ein positives Bollwerk. Laufen ist gut für die Gesundheit. Deshalb war es nicht verwunderlich, den Chefarzt der Klinik für Kardiologie der Weißenfelser Asklepios-Klinik hier zu treffen. Ja, es ist ja so, dann kommen da die Patienten zu uns ins Krankenhaus, haben Herzinfarkt oder Rhythmusstörung und dann sage ich denen, ja, sie müssen sich mehr bewegen. Und wenn ich das dann nicht selber machen würde, geht ja auch nicht. Also ich muss schon ein gutes Vorbild sein, ja? Wenn ich den Leuten sage, ihr müsst aufhören zu rauchen, ihr müsst euch mehr bewegen, ihr müsst auf euer Gewicht achten, dann muss man das ja auch selber vorleben. Und deswegen bin ich hier, um mich auch zu präsentieren, ja? Um auch zu dokumentieren, ja Leute, ihr müsst das schon machen. Und ich als Chefarzt mache das auch gerne vor und dann müsst ihr eben halt auch mitmachen, damit ihr eben halt alle auch eure Herzinfarkte erst gar nicht erleidet, aber wenn ihr schon einen Herzinfarkt kriegt, dass ihr dann auch wenigstens auch noch ein paar Jahre länger lebt danach. Dann die kurze Frage, welche Strecke? 10 Kilometer. Welche Strecke macht denn der Ortsbürgermeister? Ich mache nur die 5 Kilometer Strecke, aber ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen hier. Heute hier in Doppelfunktion, einmal für meinen Arbeitgeber regional, für Schüko. Einfach auch, dass die Arbeitgeber hier sich aktiv mit für die sportliche Betätigung auch gegen die Gewalt mit einbringen. Und die zweite Funktion, unser Stand steht hier drüben, Demokratie leben vom Burgenlandkreis, die hier auch das Ganze mit unterstützen, einfach um das Zeichen zu setzen, jawohl, Burgenlandkreis ist bunt und wir stehen hier alle in den Reihen dafür. Und ich denke mal, wie auch das, wir sagen mal, wie auch die Leute hier alle da sind, das zeigt, jawohl, das ist eine gute Sache und die lohnt sich in den nächsten Jahren noch weiter auszubauen. Der Weißenfelser Lauf gegen Gewalt rückte in diesem Jahr das Thema digitale Gewalt in den Fokus der Aufmerksamkeit. Alle Startgebühren der Teilnehmer in Höhe von 10 Euro werden für Aufklärungs- und Präventionsworkshops zu den Themen Cybermobbing sowie Hass und Hetze im Internet in allen weiterführenden Schulen der Stadt Weißenfels eingesetzt. Die Workshops werden von dem Projektteam Fairsprechen des FJP Media Vereins in Zusammenarbeit mit der Servicestelle für Kinder- und Jugendschutz durchgeführt. Das Projekt, in dem ich arbeite, widmet sich ausschließlich dem Kampf gegen Hass im Netz. Und unserer Definition zufolge handelt es sich um Hass, wenn die Ehre des Menschen angegriffen wird. Das heißt, alles, was irgendwie gegen die Ehre des Menschen geht, ist online verboten. Das steht im Grundgesetz. Und wir setzen uns dafür ein, dass das auch durchgesetzt wird, weil häufig halt irgendwie Internetkriminalität nicht wirklich ernst genommen wird, weil es ist ja nur im Internet, das kann man ja ausmachen und dann ist gut. Und wir gehen aber davon aus, beim Lauf gegen Gewalt muss es auch um Gewalt im Internet gehen und deswegen sind wir hier heute. Da stellt sich für mich die Frage, wie geht ihr dagegen vor? Also wir sind ein kleines Projekt, muss man dazu sagen. Unsere Wirkung in ganz Sachsen-Anhalt ist wahrscheinlich noch recht klein. Aber mein Kollege ist Volljurist, das heißt, er bietet eine kostenfreie Rechtsberatung. Und in dem Netzwerk, in dem wir sind, mit anderen KooperationspartnerInnen, ist es so, dass wir entweder selbst bis vor Gericht gehen oder Verweisberatung liefern können, damit eben den Menschen, die betroffen sind, geholfen werden kann. Darüber hinaus, ich selbst bin Pädagoge, wir gehen an Schulen, leisten Aufklärungsarbeit, versuchen schon bevor es dazu kommt, präventiv einfach jungen Menschen zu erklären, wie das Internet so aufgebaut ist und wie sie sich wehren können. Und ansonsten bei der Rechtsberatung geht es natürlich eben genau darum, wie zeigt man das an, wie meldet man Vorfälle im Internet. Und im schlimmsten Fall geht es eben bis vor Gericht. Aber es geht ja meistens schon in der Schule los mit, sag ich mal, komischen Fotos, wo man mal zu sehen ist, wie man eigentlich nicht fotografiert werden wollte oder
Macht das einen großen Teil aus? Also bei der Definition von Hass im Netz, wie gesagt, geht es immer darum, dass es auch ein Angriff auf eine Person oder auf eine Personengruppe ist. Die Kolleginnen bei mir auf Arbeit, die in der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz arbeiten, die behandeln vor allem auch sowas wie Cybermobbing. Das ist meistens der Fall, der in den Schulen stattfindet, wo ein kleiner Kreis von Menschen einen Menschen irgendwie angreift, in welcher Art auch immer. Sei das in der Umkleidekabine gefilmt, ein Foto gemacht und ein Gesicht drauf montiert oder so. Die Möglichkeiten heute sind ja groß, gerade mit künstlicher Intelligenz. Jetzt ist es sehr leicht, ein Bild zu manipulieren. Auch da beraten wir, auch da gehen wir an die Schulen und leisten Aufklärungsarbeit, damit es im besten Fall nicht dazu kommt. Wenn es aber dazu gekommen ist, dann bieten wir die Angebote, um eben mit dem Problem umzugehen. Wir arbeiten eng zusammen mit der Polizei, mit der Justiz, Strafverfolgungsbehörden und in den meisten Fällen schaffen wir es dann auch, das so weit zu vermitteln, ja, dass das Problem gelöst werden kann und vielleicht auch nachhaltig, dass es nicht wieder auftritt. Große Unterstützung erfuhr das Event auch bei der lokalen Wirtschaft. Etwa 20 Unternehmen, Vereine und Organisationen setzten als Sponsoren ein Zeichen gegen Gewalt.